Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Excel-Bibliothek. Im heutigen Video wollen wir uns einmal um die Oder-Funktion kümmern. Die mit der Wenn-Funktion und der Und-Funktion, die wir bereits kennengelernt haben, eine wesentliche Rolle bei den logischen Funktionen spielen. Geschrieben wird die Oder-Funktion zunächst einmal, wie sie hier steht, das heißt, wir geben ein gleich Oder und eine öffnende Klammer für unseren Funktionsinhalt. Und wie bereits bei der Und-Funktion haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Wahrheitswerte anzugeben, das heißt verschiedene Prüfungen durchzuführen. Im Gegensatz zur Und-Funktion reicht es bei der Oder-Funktion allerdings schon, wenn einer der Wahrheitswerte wahr ist, damit die Oder-Funktion auch ein wahr ausgibt. Das heißt, wir prüfen zum Beispiel einmal, ist die Zelle G4 größer als 10, was sie in diesem Fall ja nicht ist. Das heißt, hier haben wir schon einen falschen Wert. Dann die Zelle G5, ob diese größer als 5 Euro ist, denn zum Beispiel bei den Kisten, die wir auf unserem Flohmarkt verkauft haben, hatten wir jetzt nicht wirklich viele Ansprüche. Und in diesem Fall haben wir hier schon einen Wahrheitswert. Und dann prüfen wir noch, ist unsere Zelle G6 größer als 15, denn das Geschirr, das wir da angeboten haben, das war schon sehr hochwertig. Allerdings haben wir da nicht den Preis erzielt, den wir wollten. Das Ganze schließen wir einmal mit einer schließenden Klammer und prüfen noch einmal, G4 ist größer als 10, stimmt in diesem Fall nicht, also falsch. G5 ist größer als 5 Euro, das stimmt. Und G6 ist größer als 15 Euro, stimmt nicht. Das heißt, wir haben zwei falsche Werte, einen Wert, der wahr ist. Und das reicht in diesem Fall schon, indem wir mal Enter drücken, um zu sehen, dass wir hier auch wahr ausgegeben bekommen. Lediglich, wenn alle Werte falsch sind in einer Oder-Funktion, gibt uns die Oder-Funktion selbst auch den Wert falsch zurück. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ist es schön, hier ein wahr oder ein falsch stehen zu haben, oder arbeite ich da lieber mit in Funktionen? Denn genau wie in der Und-Funktion wird die Oder-Funktion meistens in anderen Funktionen verschachtelt. Das können wir auch gerne noch einmal mit der Wenn-Funktion machen. Ist eigentlich immer so das beste Beispiel. Wir öffnen unsere Wenn-Funktion und führen an dieser Stelle die Prüfung durch. Da die Oder-Funktion auch lediglich prüft, kann man die Prüfung auch durch diese Oder-Funktion ersetzen. In diesem Fall mache ich die Prüfung ein bisschen anders. Ganz wichtig zu Beginn natürlich immer die Klammer öffnen für die Oder-Funktion. Wir prüfen zunächst einmal, ist G4 größer als 5 Euro, was in diesem Fall falsch ist. Wir prüfen noch einmal, ob unsere Kisten größer als 10 Euro sind. Wir prüfen, und in diesem Fall habe ich leider wieder das Semikolon vergessen, wir prüfen, ob unsere Puppen größer als 40 Euro sind, denn da haben wir schon wirklich sehr gute Puppen gehabt. Und wir prüfen auch zum Schluss noch, ob unsere Summe denn über 70 Euro kommt. Denn wir möchten jetzt im nächsten Schritt, ich schließe dafür an dieser Stelle einmal meine Prüfung mit einer schließenden Klammer. Das heißt, an dieser Stelle ist unsere Oder-Funktion abgeschlossen. Wir schauen uns die Werte noch einmal an. Es wird geschaut, sind meine Vasen für über 5 Euro verkauft worden, was nicht stimmt. Sind meine Kisten für über 10 Euro verkauft worden, was nicht stimmt. Sind meine Puppen für über 40 Euro verkauft worden? Ja, das ist richtig. Und habe ich mehr als 70 Euro eingenommen, was nicht stimmt. Das heißt, wir kommen jetzt an dieser Stelle durch das Setzen des Semikolons in unseren Dann-Wert. Ist einer dieser Werte richtig, dann finden wir das an dieser Stelle super gelaufen. Also es war ein recht großer Erfolg, unser kleiner Flohmarkt. Denn sobald einer der Werte wahr ist, haben wir ja bereits irgendwo unsere Erwartung übertroffen. Schön wäre es natürlich, wenn wir auch über 70 Euro eingenommen hätten, aber im Endeffekt sind wir schon damit zufrieden, dass wir an irgendeiner Stelle mehr verdient haben, als wir eigentlich wirklich erwartet haben. Wenn es dann jetzt leider doch nicht so der Fall sein sollte und wir wurden in allen Punkten eigentlich enttäuscht, weil wir nirgendwo das bekommen haben, was wir wollten, dann sagen wir an dieser Stelle einfach schade. Wichtig bei den Schriftzügen wie immer ist, dass wir das Ganze auch mit Anführungsstrichen angeben. Schließen wir an dieser Stelle die Klammer, das heißt unsere Wenn-Funktion ist abgeschlossen und wir haben ja schon durchgeschaut, es gibt einen Wert, der an dieser Stelle wahr ist, unsere Puppen sind für über 40 Euro verkauft worden, dann bekommen wir einen super gelaufen. Sehen wir hier, ist richtig. Wie wäre es jetzt aber an der Stelle, wenn ich zum Beispiel einfach mal die Puppen nur für 38 Euro verkauft hätte, dann haben wir jetzt an dieser Stelle schade, denn keiner meiner Werte wurde an irgendeiner Stelle überboten. Und jetzt habe ich hier unten ja eine kleine Autosumme drin. Jetzt kann ich aber sagen, an irgendeiner Stelle hat mir so ein alter Opa mal 10 Euro zugesteckt, weil er das wirklich gut fand, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich habe jetzt an keiner Stelle hier irgendwie meinen Gewinn eingebracht, den ich wollte. Aber weil mir so ein alter Mann einfach mal
10 Euro zugesteckt hat, bin ich irgendwie auf 71 Euro gekommen. Und dann habe ich ja doch an einer Stelle meinen Wahrheitswert wieder erreicht, denn wir haben geprüft, ist G8 über 70 Euro? Wir haben hier 71 und dann ist es im Endeffekt doch ein Erfolg gewesen, obwohl die anderen Sachen nicht so gut verkauft wurden, wie wir das wollten. Das ist an sich auch schon die ganze Oder-Funktion. Wie gesagt, man hat damit die Möglichkeit, einen Wahrheitswert auszugeben, den man auch in eine separate Zelle schreiben kann. Aber meistens wird die Oder-Funktion, genau wie die Und-Funktion, einfach in anderen Funktionen, gerade der Wenn-Funktion, verschachtelt. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und geholfen. Und wir sehen uns im nächsten Teil der Excel-Bibliothek wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.